Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute möchte ich Ihnen einmal die Tiny Monster 26 vorstellen. Ja, 4 Cree Hochleistungs-LEDs dabei und sie ist derzeit das lichtstärkste in dieser Größengewichtsklasse, was derzeit weltweit überhaupt verfügbar ist. Ja, ganz kurz mal einen Größenvergleich. Hier haben wir also die Tiny Monster 15, den Vorgänger, und hier die Tiny Monster 11. Die kam und kommt auf 2000 Lumen im Turbo-Modus, die kommt auf 2450, ja, und die neue Tiny Monster 26 sogar auf 3500 Lumen. Die Tiny Monster 26 verfügt über einen Zwei-Stufen-Schalter, halb durchgedrückt, ähnlich wie bei einer Kamera, kommt man in den sogenannten Daily Mode, den sehen Sie hier, der hat 4 Leuchtstufen und kommt bis auf 1700 Lumen, ja, und voll durchgedrückt kommt man in den Turbo-Modus, der hat auch 2 Stufen, 1700 und 3500 Lumen. Ja, wenn ich ihn länger durchdrücke, dann geht die Lampe aus in den sogenannten Standby-Mode. Ja, und wenn ich zweimal ganz schnell drauf drücke innerhalb von einer Sekunde, dann kommt man hier in den Stroboskop-Modus oder in einen SOS. Sie kennen das vielleicht, dreimal lang, dreimal kurz. Oder in den sogenannten Beacon-Mode. Ja, das ist ein Signal-Mode. Sowas hat man auch an Flughäfen etc. Dann blinkt es ganz kurz. Ja, sie ist natürlich fantastisch ausgestattet. Hier nochmal ein Blick. Der Einschalter leuchtet. Dann ist sie im Standby-Modus. Ja, und so kann man sie im Dunkeln leicht wiederfinden. Und ja, wenn man sie auslockt, dann geht man in den Daily-Mode und drückt dann länger drauf. Und dann ist sie ganz aus. Ja, hier ist der Lockout-Mode auf diesem OLED-Display. Hier steppe ich mal kurz durch. Hier sehen Sie die verschiedenen Anzeigen. Voltanzeige, Batteriesegmentanzeige, Restleuchtdauer und die aktuelle Temperatur. Bei 60 Grad schaltet sie dann ein bisschen runter. Ja, und hier habe ich jetzt mal den nächsten Modus geschaltet. Da sehen Sie, dass die Leuchtdauer sich natürlich reduziert. Auch die Batteriesegmentanzeige und hier im 1700 Lumen Modus. Ja, hätte sie noch 1,4 Stunden Restleuchtdauer. Ich habe die Batterien hier aber nicht ganz vollgeladen. Ja, machen wir sie mal auf. Da sind also 4 Akkus drin, 18650er. Und ja, hier schauen wir in den Lampenkopf rein. Alles hochwertig gefertigt, sauber entgratet. Und ja, das kann man hier also auch sehen. Alles extrem hochwertig und auch gut beschriftet. Da gibt es nichts zu meckern. Sie hat auch einen Stativanschluss, genau wie die Tiny Monster 15. Ja, und da kann man sie dann auf einem Fotostativ, zum Beispiel hier habe ich einen Cerui T005X mit einem Kugelkopf und Schnellwechselplatte, ja, extrem komfortabel ausrichten. Und ja, das liebe ich, muss ich sagen. So kann man mit so einer Power-LED-Lampe richtig gut auch fotografieren und filmen dann. Ja, ein Zubehör ist ein Ladegerät. Das besondere Komfortmerkmal hier an der Tiny Monster 26 ist die integrierte Lademöglichkeit. Und ja, das wird dann auch im Display, in diesem OLED-Display an der Taschenlampe auch angezeigt, dass sie lädt. Und auch wenn sie vollgeladen ist, gibt es auch eine Info. Ja, hier gibt es einen Holster, der hat ein Klettband und natürlich eine Gürtelschlaufe und noch eine kleine Öse. Da ist an alles gedacht worden. Machen wir noch einen Vergleich Outdoor. Da möchte ich sie dann auch nochmal vorstellen. Und zwar bei Nacht hier einmal auf einen Wagen, der da steht hinten. Jetzt im Daily Mode und jetzt ab in den Turbo Modus. Sie hat auch einen Sofort Modus. Wenn man kurz drauf drückt, dann kann man sie ein- und sofort wieder ausschalten. Ja, und hier leuchte ich mal im Turbo Modus mit 3500 Lumen die Gegend ab. Und sie ist tatsächlich, wirkt sie noch heller als hier im Video zu sehen. Also das ist schon Power pur.
Wir haben das auch an anderer Stelle verglichen. Die ist noch heller als ein PKW-Fernlicht, ohne jeden Zweifel. Jetzt mal die Tiny Monster 15 dagegen, damit Sie den Vergleich sehen, auch im Turbo-Modus. Und hier eine LED Lenser X21. Ja, die sieht dagegen noch recht dunkel aus. Und gleich nochmal eine Nightcore EC25 mit 860 Lumen. Ja, so richtig hell sind sie dagegen natürlich nicht mehr, obwohl sie an sich schon sehr hell sind. Das muss man hier nochmal die Tiny Monster 26 dagegen. Die Tiny Monster Nightcore ist ohne Zweifel das lichtstärkste in dieser Größengewichtsklasse, was derzeit verfügbar ist. Ja, ein Traum für jeden Taschenlampenfreak, für jeden Fotografen und für jeden Filmer, ohne jeden Zweifel.